Wie oft und wann sollten wir eigentlich Sex haben, um möglichst schnell schwanger zu werden? Dazu gibt es sicherlich ganz viele Meinungen und Ansichten und deswegen gebe ich euch in diesem Video mal die aus meiner Sicht beste Strategie mit und frage euch am Ende des Videos sogar noch, welche Stellungen am besten funktionieren. Wurdest du eigentlich schon mal gefragt, wie oft und wann ihr Sex habt? Ist nämlich super spannend. In der Uni Heidelberg gab es mal eine spezielle Kinderwunsch-Sprechstunde und da haben die Professoren herausgefunden, dass die Paare, die wegen vermeintlicher Unfruchtbarkeit gekommen sind, gar nicht das gefragt wurden, wie oft und wann sie Sex haben und dass es am häufigsten daran lag, dass sie entweder zu wenig Sex haben oder zum falschen Zeitpunkt. Jetzt fragt man sich natürlich, warum kommt das insbesondere bei Kinderwunschpaaren vor, dass der Zeitpunkt nicht stimmt oder vielleicht auch die Häufigkeit nicht stimmt? Zum einen kann das natürlich am Libidoverlust liegen, ne? Also durch verschiedene hormonelle Umstellungen oder ein Ungleichgewicht oder auch wenn du jetzt als Frau lange die Pille genommen hast, kann es eben sein, dass es zu einem Libidoverlust kommt und du entsprechend gar keine Lust auf Sex hast. Und dann ist es natürlich viel weniger, als wenn ihr in eurer fruchtbaren Zeit vor allem total Lust auf Sex habt. Und genau das Gleiche kann eben auch beim Mann passieren, häufig auch wegen eines Nährstoffmangels, dass dann der Libidoverlust einfach da ist und der Mann keine Lust hat. Und da ja Nummer zwei dazugehören, ist das natürlich relativ schwierig im Kinderwunsch. Also wenn das bei euch der Fall sein sollte, dann lasst euch doch einfach mal durchchecken, woran das liegen könnte, um diesem Problem schon mal aus dem Weg zu gehen. Was sonst natürlich noch hilft, um das richtige Timing abzupassen, ist die Kenntnis über die fruchtbare Zeit und eine Sicherheit in der Bestimmung dieser fruchtbaren Zeit. Es gibt natürlich ein paar Hilfsmittel dazu, es gibt ja auch ein paar Videos dazu nochmal von mir zu diesem Thema, deswegen gehe ich jetzt hier nicht so ganz explizit darauf ein, aber es kann natürlich auch sein, dass man sich nur zum Beispiel nach einem Kriterium richtet, wie dem Cervixschleim, der ja auch viel über die fruchtbare Zeit aussagt und mehrmals im Monat einfach diese spinnbare Konsistenz feststellt, die für die fruchtbare Zeit spricht und man da nicht genau weiß, ja, wann ist denn jetzt eigentlich diese fruchtbare Phase und wann ist mein Eisprung? Das heißt, eine der wichtigen Voraussetzungen, um diese Herausforderung, Problemfelder zu umgehen, ist einfach sich nochmal sicherer zu werden in seinem Körperbewusstsein und in der Eisprung- bzw. Zyklusbestimmung. Theoretisch würde es ja reichen, einmal Sex zu haben im Zyklus, aber da müsste man den Zyklus schon sehr, sehr genau kennen und da wir keine Maschinen sind, ist es natürlich auch immer unterschiedlich oder kann es unterschiedlich sein, wann der Eisprung tatsächlich ist und welche Faktoren einfach noch eine Rolle spielen. Deswegen geht es euch, glaube ich, auch eher um die Frage, macht das Sinn, Pausen dazwischen zu haben? Macht das Sinn, länger abstinent zu sein? Macht das Sinn, jeden Tag Sex zu haben? Und da das recht umfangreich ist, habe ich euch einfach mal ein paar Fakten dazu rausgesucht, die ich euch jetzt mal mitgebe. Es geht also hauptsächlich darum, die größte Wahrscheinlichkeit für euch jeweils individuell zu erhöhen. Dabei ist es grundsätzlich so, dass die Spermien beispielsweise immer nach dem Angebot- und Nachfrageprinzip gebildet werden. Das heißt, je größer die Nachfrage, desto höher ist in der Regel auch das Angebot. Ich habe euch mal rausgeschrieben, wie viele Spermien da überhaupt gebildet werden. Das sind nämlich pro Sekunde 1200 Spermien, die nachgebildet werden bei einem gesunden Mann und 4,3 Millionen in einer Stunde. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge, insbesondere wenn man bedenkt, dass zur erfolgreichen Befruchtung einer Einzelle etwa 10 bis 20 Millionen pro Milliliter Ejakulat nötig sind. Das heißt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, würde es theoretisch in 3 Stunden schon wieder ausreichen von der Menge her, um die Eizelle zu befruchten. Dazu aber später nochmal mehr zur Häufigkeit. Die gesprungene Eizelle kann übrigens bis zu 24 Stunden auf die Spermien warten. Das heißt, auch nach dem Eisprung habt ihr quasi noch einen Tag Puffer, um eine Befruchtung zu ermöglichen. Und noch eine Info, ein weiblicher Orgasmus ist zwar förderlich, weil durch die Kontraktion der Gebärmutter eine gewisse Sogwirkung entsteht, wodurch dann quasi die Spermien an die richtige Stelle katapultiert werden, aber der weibliche Orgasmus ist jetzt kein Muss, um schwanger zu werden. Was auch noch super spannend ist, dass die Samenzellen regelrecht darauf programmiert sind, Eizellen zu folgen. Ja, also die Gebärmutter sendet Signale aus und die Spermien können diesen Signalen folgen und finden dann also ihren Bestimmungsort, ihren Weg, ihr Ziel, wo sie eigentlich hin sollen. In der Scheide können Spermien übrigens nur eine Stunde überleben, im Gebärmutterhals länger, also da bis zu 7 Tage. Und deswegen macht das eben auch Sinn, zu wissen, okay, wann ist denn etwa mein Eisprung, wann fängt so meine fruchtbare Phase an, weil
weil ihr dann einen viel längeren Zeitraum habt, um quasi ja auch auf eure Lust zu hören. Ne? Also wann habe ich am meisten Lust, wann passt es uns auch? Ne? Das soll ja nicht in Stress ausarten, dass man jetzt Sex haben muss, um unbedingt schwanger zu werden, sondern ihr wollt schwanger werden, aber auch ja Spaß dabei haben. Und deswegen könnt ihr eben darauf achten, dass ihr eure fruchtbare Zeit kennt und einfach auch mit dem ruhigen Gewissen, okay, die Spermien können auch 7 Tage überleben und auch die Eizelle kann mal auf Spermien warten. Ne? Das gibt euch ein bisschen mehr Entspannung für diese Zeit. Generell ist es natürlich sinnvoll, regelmäßig Geschlechtsverkehr zu haben, wenn man Kinder haben möchte, wenn man schwanger werden möchte. Dazu gibt es auch eine Studie des Kinsey Institutes von der Indiana University. Da ist nämlich untersucht worden, inwieweit regelmäßiger Geschlechtsverkehr einen Einfluss auf das Immunsystem der Frau hat. Der Forschungsleiter ist nämlich davon ausgegangen, dass das Immunsystem alle Fremdzellen abwehrt. Und zu Fremdzellen gehören eben auch Spermien. Und je regelmäßiger man Geschlechtsverkehr hat, desto eher kann sich das Immunsystem an diese potenziellen Fremdzellen, also an die Spermien, gewöhnen. Und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Spermien tatsächlich bis in die Gebärmutter kommen und dort eine Eizelle befruchten. So, und jetzt mal ganz konkret. Was ist das, was ich eben mit der in meinen Augen besten Strategie empfinde, mal da meine. Erst einmal ist es so, dass je länger das letzte Ejakulat her ist, desto größer ist auch das Risiko für fehlgebildete Spermien. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine Aussage zum Thema Abstinenz. Ne, wenn ihr jetzt ganz lange wartet, gibt es eben kaum Nachfrage und das merkt der Körper eben auch und sieht dann auch gar nicht das Bedürfnis, Spermien nachzuproduzieren, in einer guten Qualität nachzuproduzieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass theoretisch ja alle paar Stunden die Spermien nachgebildet werden. Aber natürlich soll der Sex jetzt auch kein Stressfaktor sein, ne? Dass man da irgendwie alle paar Stunden auf die Uhr guckt oder auch jeden Tag auf die Uhr guckt und sagt, so jetzt Schatz, jetzt müssen wir aber. Das ist natürlich dann nämlich auch nochmal ein negativer Faktor. Es soll ja bei allem auch noch Spaß machen und ihr sollt entspannt sein. Wenn euch der tägliche Sex natürlich entspannt, dann könnt ihr das natürlich machen, aber nicht, wenn es zu einem Muss wird in meinen Augen. So rein rechnerisch würde jetzt es also ausreichen, wenn ihr in eurer fruchtbaren Zeit etwa alle 2 bis 3 Tage oder grundsätzlich in der fruchtbaren Zeit 2, 3 Mal oder 4 Mal Geschlechtsverkehr habt, um eine Befruchtung zu ermöglichen. Also von mir aus 2 Mal vor dem Eisprung oder 1 Mal nach dem Eisprung, ja, das würde theoretisch alles ausreichen. Und wenn ihr euch da an einen bestimmten Rhythmik gewöhnen wollt oder wenn euch das hilft, dann würde ich eher sagen, dass man so auf alle 2 bis 3 Tage achtet in dieser Zeit, wo ihr entsprechend auch am meisten Lust habt und dass ihr euch einfach auch auf euer Lustempfinden verlasst. Denn wenn hormonell alles in Ordnung ist bei euch und auch keine Störfaktoren da sind, die irgendwie die Libido einschränken können, dann könnt ihr euch auch auf diesen Faktor verlassen, denn die Natur hat das ziemlich schlau gemacht. Immer wenn wir in der fruchtbaren Zeit sind, ist unsere Libido auch am höchsten. Und ich hatte euch noch versprochen, dass ich euch mitgebe, welche Stellungen am besten funktionieren. Und das sind die, wo das Sperma möglichst weit vor die Gebärmutter gebracht wird. Also wo der Mann am tiefsten eindringen kann und das ist in der Regel die Missionarstellung und die Hühnchenstellung. Ich finde den Begriff ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich damit meine. Das sind also Stellungen, die mit der Schwerkraft gehen. Also alles, was gegen die Schwerkraft geht, ja, also zum Beispiel alles, wo die Spermien den Gesetzen der Schwerkraft folgen können, und das sind diese beiden Stellungen, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie ihr Ziel auch erreichen und die Eizelle befruchten. In diesem Sinn, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.